Sie hören den Kurier. Die Asylzahlen in Österreich steigen wieder an. Vor allem in den Sommermonaten Juni und Juli gab es jeweils 10.000 Asylanträge. Innenminister Gerhard Karner hat vor kurzem im Kurier Alarm geschlagen. Wir haben derzeit von Jänner bis Juli dieses Jahres fast 42.000 Asylanträge. Das heißt, das System ist an der Belastbarkeit, an der Grenze angelangt und daher ist es so notwendig, dass wir hier klare Maßnahmen setzen. Wir tun das. Das, was wir in Österreich tun können, nämlich entsprechend intensive Grenzkontrollen auch durchzuführen, Zusammenarbeit mit den ungarischen Kollegen, auch auf ungarischem Boden sozusagen, auf ungarischem Staatsgebiet, dass wir verhindern, dass illegale Migranten bis nach Österreich kommen. Und wir tun das auch an der ungarisch-serbischen Grenze, wo 50 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sind, sehr erfolgreich im Einsatz sind, damit diese Schlepperrunden auch unterbunden werden. Das ist das, was wir in Österreich tun können. Damit aber nicht genug. Zuletzt war man in Dänemark und hat sich angeschaut, wie dort mit Asylwerbern umgegangen wird. Die Dänen wollen nämlich künftig keine Asylverfahren mehr im Land, sondern Flüchtlinge nach Ruanda in Afrika bringen. Und nicht zuletzt hat man auch in den Flüchtlingsländern selbst Abschreckungskampagnen gestartet. Aber wird all das reichen? Hat Österreich wirklich die Belastungsgrenze erreicht? Und warum suchen neuerdings so viele Menschen aus Indien um Asyl in Österreich an? Fragen, die uns heute die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger erklärt. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Ja, dann schauen wir uns doch die Zahlen einmal genauer an. Bis Ende Juli haben knapp 42.000 Männer und Frauen Asylanträge gestellt. Ungefähr die Hälfte davon im Juni und Juli. Schaut man sich das Jahr 2015 an, als der Syrienkrieg eine massive Flüchtlingsbewegung ausgelöst hat, so ist die Zahl damals am Ende des Jahres bei 88.000 Asylanträgen gelegen. Geht der jetzige Trend so weiter, ist also von fast ähnlichen Zahlen auszugehen, auch wenn der Zustrom in den Wintermonaten naturgemäß etwas weniger wird. Der Anstieg jedenfalls ist schon beachtlich, vor allem, weil jene mehr als 70.000 Geflüchtete aus der Ukraine nicht in die Asylstatistik zählen, denn die ukrainischen Geflüchteten haben ein vorübergehendes Bleiberecht. Allerdings hat Lukas Garleitner-Gerz, Sprecher und Asylrechtsexperte der Asylkoordination, zuletzt angemerkt, dass sich wohl weit weniger Menschen im Land befinden. Man müsse sich nämlich ansehen, wie viele Geflüchtete dann tatsächlich auch in der Grundversorgung gelandet sind, hat er kürzlich im Ö1-Morgenjournal gesagt. Das sind jene Menschen, die hier auch eine Unterstützung bekommen, die hier im Verfahren sind. Und da reden wir von etwa 18.000 Menschen und nicht von den kolportierten 60.000 Menschen. Das ist ein gravierender Unterschied. Denn viele Geflüchtete ziehen einfach weiter in andere Länder, wo es entweder Arbeit für sie gibt oder eine Familie, bei der sie unterkommen können. Dennoch will Innenminister Gerhard Karner nicht untätig bleiben. Neben einer engeren Zusammenarbeit mit den Nachbarländern hat Karner zuletzt angekündigt, in 8 Ländern Anzeigen zu schalten, darunter Tunesien, Marokko oder Indien, deren Anteil an den Asylanträgen hierzulande zuletzt stark gestiegen ist, die aber praktisch keine Chance auf Asyl haben, wie Karner am Dienstag betont hat. Kosten wird die Kampagne rund 260.000 Euro. Diese Info-Offensive versteht Karner auch als Gegenerzählung bzw. Gegenmarketing zu den, Zitat, Lügen der Schlepper. Denn Chance auf Asyl haben zum Beispiel Menschen aus Indien kaum. 1111 negative Entscheidungen wurden heuer nach dem Asylgesetz getroffen. Nur in 9 Fällen wurde heuer indischen Staatsbürgern ein Aufenthaltstitel gewährt. Doch warum fliehen Menschen aus Indien bis nach Österreich? Darauf kann Judith Kohlenberger Antworten geben. In ihrem neuen Buch Das Fluchtparadox beschreibt die Migrationsforscherin, warum das derzeitige Asylsystem unter vielen Widersprüchen steht, wieso man Flucht und Migration nicht mehr getrennt betrachten kann und ob Europa eine historische Verantwortung hat. Und Sie begrüße ich jetzt im Studio. Frau Kohlenberger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo und danke für die Einladung. Frau Kohlenberger, Ihr neues aktuelles Buch heißt Das Fluchtparadox, aber was genau ist denn an der Fluchtparadox?
Eigentlich muss man die umgekehrte Frage stellen, was ist nicht paradox oder was ist eigentlich nicht widersprüchlich? Ich konstatiere nämlich in dem Buch, dass eigentlich fast alles am geltenden System oder wie wir es in der Forschung auch nennen, am Flüchtlingsregime, eigentlich alles daran widersprüchlich ist. Und diese Widersprüche, die müssen einerseits die Betroffenen direkt austragen, also Flüchtlinge, beziehungsweise auch Menschen, die ja bereits Schutz anerkannt bekommen haben. Andererseits aber natürlich auch die Aufnahme Länder, weil das System für beide Seiten nicht ideal ist. Ich bin auch der Meinung, dass sämtliche Interventionen, ob das jetzt politischer Natur oder humanitärer Natur ist, Interventionen innerhalb des geltenden Systems, weil es ja eben paradox ist, sind eigentlich wenig mehr als Symptombekämpfung und es bräuchte eine systemische Veränderung, um das Ganze auf komplett andere Beine zu stellen. Na, kommen wir mal vielleicht zum größten Paradoxon. Ist es nicht paradox, dass man illegal einreisen muss, um legal Asyl zu beantragen? Ist das vielleicht so der größte Dreh- und Angelpunkt? Ja, genau. Sie sprechen da eines der ersten paradoxen Momente an, mit denen ein Flüchtling direkt nach seinem Aufbruch konfrontiert ist, noch bevor er im Aufnahmeland eigentlich angekommen ist, nämlich das Asylparadox. Flüchtlinge müssen Recht brechen, um zu ihrem Recht zu gelangen. Das ist deshalb der Fall, weil es im geltenden System so gehandhabt wird und so geregelt ist, dass Menschen aus Drittstaaten erst auf dem Boden des Aufnahmelandes Asyl beantragen können. Das ist das sogenannte territoriale Asylrecht. Mhm. Es gibt keine Alternativen dazu, zum Beispiel schon in der Botschaft des Herkunftslandes das Asyl zu beantragen. Das gäbe es in der Theorie, in der Praxis ist das aber nicht umgesetzt. Das heißt, Menschen müssen, um auf diesen Boden des potenziellen Aufnahmelandes, zum Beispiel Österreich, zu gelangen, auf sehr teure und auch sehr gefährliche Wege zurückgreifen, um eben die Grenzen ohne gültigen Aufenthaltstitel, also man nennt das oft illegal, zu passieren. Das passiert dann meistens mit der Hilfe von Schleppern, damit sie dann endlich im Aufnahmeland sind und dort einen Asylantrag stellen können. Zu den verschiedenen Varianten hätte ich dann noch weitere Fragen, aber bleiben wir vielleicht mal gerade bei den Schleppern. Ist das eigentlich möglich, ohne Schlepper nach Österreich zu kommen? Gibt es da Fälle oder ist das eigentlich fast nicht möglich? Ja, man muss da differenzieren. Man hat erst vor kurzem natürlich einen ganz konkreten Fall gesehen, wo es sehr wohl möglich war, ohne Hilfe von Schleppern in die EU zu kommen, nämlich der Fall der Ukraine. Das ist eigentlich auch ein Drittstaat. Warum war das da möglich? Noch lange vor der Aktivierung der Massenzustromrichtlinie hat es sich so verhalten, dass Ukrainerinnen und Ukrainer visafrei in die EU reisen durften, also quasi legale Einwanderungs- und damit auch legale Fluchtrouten hatten. Und das, glaube ich, war auch ein ganz wichtiger Faktor, warum auch sehr viele Frauen mit kleinen Kindern, ältere, gebrechliche Menschen, Menschen mit chronischen Krankheiten kommen konnten. Die Flucht war weiter noch gefährlich natürlich und vor allem sehr, sehr mühsam, aber nichts im Vergleich dazu, dass Menschen aus Syrien oder Afghanistan im Grunde ihr Leben riskieren müssen, um über das Mittelmeer oder die Balkanroute zu uns zu kommen. Vielleicht, wenn wir bei den Begriffen noch kurz bleiben. Es gibt Begriffe wie Asylwerber, Geflüchteter, Migrant, Wirtschaftsflüchtling. Das wird ja oft so synonym verwendet. Aber sollen wir vielleicht mal auch, und bei der Ukraine haben wir jetzt noch einen Sonderfall, der da dazugekommen ist, vielleicht sollten wir mal diese Begriffe ein bisschen aufdröseln. Also ab wann spricht man von einem Migranten, ab wann spricht man von einem Wirtschaftsflüchtling? Also Migrant ist eigentlich der Überbegriff für sämtliche Einwanderungsoptionen, die es gibt. Das kann man dann aufschlüsseln in sogenannte erzwungene Migration oder Fluchtmigration, wie wir es auch bezeichnen. Es gibt unterschiedliche Termini dafür. Zwangsmigration wird auch oft verwendet oder Gewaltmigration sogar. Also das wäre gekennzeichnet durch diesen Faktor der Unfreiwilligkeit. Das ist das entscheidende Momentum bei der Flucht. Bei der regulären Migration, da gibt es unterschiedliche Aufenthaltstitel und Kategorien, zum Beispiel Arbeitsmigration über ein Arbeitsvisum, Rotkarte in Österreich auch ein wichtiges Instrument. Es gibt Studierendenvisum, es gibt das Instrument von Familienmigration und Zusammenführung und so weiter. Das sind aber alles rechtliche und damit natürlich auch bis zu einem gewissen Grad künstlich geschaffene Kategorien, die notwendig sind, weil ich die Menschen auch natürlich einteilen muss in entsprechende Kategorisierungen, um
eben Visum zu verleihen oder Asylstatus zu verleihen. In der Realität aber, und das beobachten wir mittlerweile in den letzten Jahren ganz verstärkt, gehen Flucht- und Migrationsgründe zunehmend ineinander über. Vor allem bei Herkunftsländern aus Afrika sprechen wir deshalb von der sogenannten gemischten Migration. Da lässt sich häufig in der Praxis sehr schwer trennen. Das ist ganz klar ein Flüchtling nach Genfer Konvention, das ist ganz klar ein Migrant. Weil das auch über diese oft sehr lange Reise und Zwischenaufenthalte in Transitländern verschwimmen kann. Und ich plädiere deshalb, und mir ist bewusst, dass es dafür keinen politischen Willen gibt, aber ich spreche natürlich jetzt aus der Forschung kommend, eigentlich dafür, dass man auch sich in eine Richtung denken traut, zumindest, wenn auch nicht umsetzen mal, aber vorher. Zuerst mal in Richtung Denken traut, Migration und Flucht, also die reguläre Einreise mit der humanitären Schiene, auch zusammenzudenken, Spurwechsel zu ermöglichen, zu überlegen, wie kann man denn das Asylsystem zum Beispiel auch dadurch entlasten, indem man Menschen, die tatsächlich gar keinen Fluchtgrund vorweisen können, Alternativen zur regulären Einreise bietet. Auch vor dem Hintergrund, dass es ja gerade in Westeuropa auch zunehmenden Arbeitskräftebedarf gibt, auch im niedrigst qualifizierten Sektor, Saisonarbeit und so weiter. Ich glaube, man wird in die Zukunft blickend zunehmend auch auf solche ganzheitlichen Ansätze denken müssen, weil natürlich Migration und Flucht, ob man es will oder nicht, kommunizierende Gefäße sind. Da will ich auch noch gerne ein bisschen später auch über die Zukunft reden, denn der Klimawandel, die Klimakrise wird uns da noch vor Herausforderungen stellen. Bleiben wir jetzt nochmal bei den aktuellen Zahlen. Da hat der Innenminister Kahner zuletzt gesagt, dass es von Jänner bis Juli dieses Jahres schon 42.000 Asylanträge gegeben hat und dass das Asylsystem an seiner Belastbarkeitsgrenze ist. Hat er damit recht? Ja, das mit der Belastbarkeitsgrenze oder der, noch häufiger hört man auch so Begriffe wie das Boot ist voll oder wir haben keinen Platz mehr und so. Also einerseits denke ich, dass natürlich die Aufnahme von mittlerweile über 70.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in relativ kurzer Zeit, auch wenn die keinen Asylantrag gestellt haben, und die müssen ja auch irgendwo unterkommen und versorgt werden, diese Aufnahme hat ja gezeigt, wir hatten sehr wohl Platz und es ist sehr wohl möglich, Hilfe zu leisten. Ja. Also dieses Argument, glaube ich, würde ich am liebsten in Zukunft gar nicht mehr besprechen, weil es ist ja widerlegt worden. Ja. Was natürlich schon ein Thema ist, und da stimme ich dem Innenminister absolut zu, unter den jetzigen Asylwerbenden sind auch Nationalitäten vertreten, die keine klassischen Fluchtländer sind und die sehr, sehr häufig negativ entschieden werden. Das Problem aber, nämlich für beide Seiten, für den Nationalstaat, aber auch für die Ankommenden, ist aber in dem Moment, wo der Mensch sagt Asyl, muss eben das gesamte rechtsstaatliche Verfahren gestartet werden. Alles andere wäre ein Völkerrechtsbruch. Mhm. Und das ist aber die bei weitem teuerste Einwanderungsmöglichkeit für den Nationalstaat, weil wir zahlen das ganze Verfahren im Grunde, wir zahlen die Grundversorgung und so weiter. Und der Ankommende, der will vielleicht eh gar nicht Asyl beantragen, der würde gerne eine Möglichkeit der legalen, vielleicht auch nur temporären Einreise haben, eben wie gesagt, um als Saisonarbeitskraft dazu zu verdienen oder andere Optionen. Die Alternativen hat er aber nicht. Also für den Großteil der afrikanischen Länder gibt es keine Möglichkeit, legal nach Europa einzuwandern, wenn auch nur auf gewisse Zeit. Das ganze System ist dadurch schon einerseits in einer großen Imbalance einfach. Man drängt die Leute quasi in die Asylschiene als die einzige Option, um überhaupt einmal anzukommen und einige Zeit hier zu bleiben. Aber es ist nicht nachhaltig. Wenn wir uns das anschauen, derzeit sind auf Platz 1 der Asylwerber Menschen aus Indien. Da fragt man sich eben genau, was Sie angesprochen haben. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Land, das man jetzt aus den Nachrichten kennt, dass dort Krieg herrschen würde. Haben die überhaupt eine Chance auf positiven Bescheid und warum kommen jetzt derzeit so viele Leute aus Indien und stellen Asylanträge? Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Also grundsätzlich muss man sagen, Asyl ist natürlich immer Einzelfallprüfung. Das ist ja gerade der Clou am Asyl. Man kann also per se nicht sagen, aus dem einen Land hat nie jemand die Möglichkeit, Asyl bewilligt zu bekommen. Mhm. Deshalb muss man jeden Fall individuell prüfen. Ja. Das aber natürlich gesagt, ist schon festzustellen, dass die allermeisten indischen Asylwerbenden in Österreich kein Asyl bekommen werden. Und was dahinter steht, ist, und das ist jetzt eine Hypothese, die ich habe,
gerade beschäftigen sich auch meine Kolleginnen und Kollegen und ich damit sehr intensiv, dass eigentlich sehr viele der jetzt aufgegriffenen Tunesier, Inder und so weiter Österreich eigentlich als Transitland sehen. Die wollen eigentlich weiterreisen. Sie können visafrei nach Serbien kommen und von Serbien wandern sie über Österreich, idealerweise in westeuropäische Länder, vor allem Länder mit intensiver Landwirtschaft, wie dann auch Spanien oder Frankreich und so weiter, wo sie, und das ist jetzt meine Vermutung, auch als Arbeitskräfte eingesetzt werden. Natürlich nicht als legal aufgenommene und angeworbene Arbeitskräfte. Da gibt's ja, das öffnet jetzt leider wieder ein ganz neues Thema, nur ein Satz dazu. Da gibt's natürlich unglaublich schwierige, ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, prekäre Bedingungen und so weiter. Unter Covid hat man das ja auch gesehen. Die Länder in Westeuropa haben auch einen massiven Arbeitskräftemangel und benötigen eben Tunesier, Inder oder andere als billige Arbeitskräfte. Aber die haben keine legale Einreisemöglichkeit. Eben, ja, also und da sind die scheinen da, auf. Ja. Und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, den Sie schon vorher angesprochen haben, nämlich hier geht es sozusagen nicht jetzt um Schutzsuche, sondern es geht um Arbeitsmigration und hier gibt es also kein Instrument. Die Frage, die sich dann vielen Leuten trotzdem stellt, ist, wenn wir jetzt sozusagen wieder von vom klassischen Flüchtling, vom klassischen Asylgrund sprechen, wie viel Flüchtlinge kann Europa, wie viel Flüchtlinge kann Österreich aufnehmen? Denn die Menschen kann man ja nicht hier so unterbringen, wie man ein Glas in ein Regal stellt, sondern die brauchen eine Fülle an Integrationsmaßnahmen, die brauchen eine Perspektive hier. Viele werden dann vielleicht auch nicht mehr zurückkehren. Inwieweit kann ein Land wie Österreich auch so viele Flüchtlinge aufnehmen und gut versorgen? Ja, das ist eine ganz relevante Frage. Vor allem auch, wie Sie gesagt haben, es geht ja schon noch um eine humane Unterbringung und Versorgung. Da ist leider das System natürlich auch nicht ideal, nicht? Weil dadurch, dass in Österreich der Asylstatus an die Arbeitserlaubnis gekoppelt ist, ist es de facto so, dass die Menschen während des gesamten Asylverfahrens eigentlich gar nicht arbeiten dürfen. Es gibt einige wenige Ausnahmen, Mangelberufe, Selbstständigkeit und so weiter. Absurderweise so Berufe wie Prostitution ist erlaubt, aber andere Tätigkeiten nicht. Ja, das öffnet natürlich auch Tür und Tor für Ausbeutung, aber grundsätzlich nicht möglich, sich selbst zu erhalten während des Asylverfahrens. Das ist natürlich aus mehreren Gründen nicht ideal, weil es kostet den Nationalstaat sehr viel. Es führt dazu, dass das Humankapital, die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die die Menschen mitbringen, zunehmend erodiert. Es erodiert die Motivation. Da sieht man ja, was man bei den Ukrainern eigentlich gut gemacht hat, nämlich, dass diese Menschen, die aus der Ukraine kommen, mehr oder weniger sofort arbeiten dürfen. Ist natürlich wieder die Frage, wie rasch gelingt die Arbeitsaufnahme, ganz klar. Ja. Dauert auch eine Zeit. Aber das wäre zum Beispiel ein Aspekt, wo man sagen könnte, da könnte man einfach den Asylwerbenden an sich vom reinen Bittsteller auch zu einem Beitragenden machen oder zumindest ein System schaffen, wo ich mich stärker einbringen kann und wo ich zum Beispiel auch stärker selbsterhaltend sein kann. Also es gibt durchaus auch Instrumente und Maßnahmen, die man setzen könnte, um auch diesen Aspekt der Belastung, wie es so oft genannt wird, nach unten zu drücken. Das braucht aber trotzdem zum Beispiel Sprachkurse oder auch einfach die Leute am Anfang, viele sind ja auch teilweise traumatisiert, auch eine Betreuung. Deswegen nochmal ein bisschen die Frage noch ein bisschen nachgestellt ist. Ist es einfach so, dass dann Innenminister dann halt dann schon auch wieder recht hat, wenn er sagt, wir haben halt nur ein gewisses Kontingent, was wir gut betreuen können und darüber hinaus können wir einfach auch nicht mehr betreuen. Deswegen machen wir sozusagen schärfere Regelungen, damit wir einfach auch die Menschen, die zu uns kommen, auch betreut werden und wir nicht sozusagen dann insgesamt überfordert sind. Ja, und ich glaube, da wäre ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auch darauf drängt, dass sich andere EU-Mitgliedstaaten daran beteiligen. Also das sehe ich als ganz zentral. Es ist absolut unverständlich, warum Österreich, gerade Österreich, sich so gegen eine faire Verteilung von Geflüchteten auf EU-Ebene stellt, wie es zum Beispiel im EU-Migrationspaket 2020 vorgestellt wurde, das noch immer nicht verabschiedet ist, weil Österreich würde unterm Strich von einer Verteilung profitieren. Also es wird immer so ein bisschen getan, rein von der Rhetorik her, als würden wir uns deshalb querstellen, weil dann wird sozusagen an unser Land hin verteilt, aber es würde eher aus Österreich weg verteilt werden. Also das ist zum Beispiel ein Aspekt, der in diesem ganzheitlichen Konzept für eine Asylstrategie Österreichs mitgedacht werden sollte. Da bin ich ganz fix der Meinung. Und dann glaube ich auch, man müsste sich schon die Frage stellen, warum man auf anderer Ebene, so höre ich zum Beispiel, bereits Pläne schmiedet, von den Philippinen oder aus Indonesien Arbeitskräfte anzuwerben, also von noch weiter her, aber sich nicht getraut,
jene Personen, die ohnehin kommen, und man sieht ja, dass die Menschen trotz sämtlicher Abschreckung und Auslagerung, die man in den letzten Jahren betrieben hat, immer weiter kommen, warum man die nicht auch versucht, stärker in den Arbeitsprozess zu bringen. Das braucht am Anfang ganz richtig, wie Sie gesagt haben, mehr Investition. Es zeigen aber die allermeisten empirischen Daten, die wir dazu haben, dass sich das unterm Strich rechnet, wenn eben dann Menschen auch zu Beitragenden im System werden. Natürlich auch vor dem Hintergrund des ganz massiven demografischen Wandels in Österreich. Jetzt ist es ja so, dass man den Menschen zum ersten Mal sieht, wenn er in Österreich ankommt. Da hat jetzt Dänemark einen anderen Weg gewählt. Die wollen künftig keine Asylverfahren im Land mehr durchführen, sondern Flüchtlinge nach Ruanda, also nach Afrika bringen, und damit die dort ihr Verfahren abwarten. Das soll ja auch die Schlepper sozusagen abschrecken. Aber ist das eine gute Idee, dass man sozusagen wie bei einem Casting dann vielleicht die Leute sozusagen irgendwo in ein Dschungelcamp sperrt und dann warten die dort auf ihr Asylverfahren und der Rest bleibt dann auch gleich dort, oder? Also ist das nachhaltig? Also ich möchte nur betonen, wir haben ja im Grunde die Selektion oder das Casting, wie Sie es nennen, ohnehin auch. Also auch in Österreich, das Asylverfahren wäre ja im Grunde diese Selektion. Ja. Bei dieser Auslagerung, die Sie angesprochen haben, ist ja auffällig, dass sowohl Dänemark als auch Großbritannien, die diese Pläne schon länger schmieden, das bisher ja nicht erfolgreich umsetzen konnten, weil sie an rechtliche Grenzen gestoßen sind. Also es lässt sich zum Beispiel mit der EMRK, mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, nicht in Einklang bringen. Deshalb wurde auch dieser erste Deportationsflug, möchte ich sagen, aus Großbritannien in letzter Sekunde damals noch gestoppt. Ich glaube, das war im Mai oder Juni diesen Jahres. Und bis dato hat die britische Regierung, die jetzt auch andere Probleme hat zurzeit, es nicht geschafft, das umzusetzen. Das ist das eine. Das andere, was ich schon zu bedenken geben muss, ich bin sehr, sehr skeptisch, was den nachhaltigen Effekt solcher Auslagerung betrifft. Vergessen wir nicht, dass die EU seit 2016 im großen Stil bereits auslagert, nämlich an die Türkei, einen anderen Drittstaat, wo bis dato 4 Milliarden syrische Geflüchtete untergebracht sind, 4 Millionen, Entschuldigung. Und das hat der EU bis dato fast 10 Milliarden Euro gekostet. Also das ist nicht billig, muss man sagen. Es wäre eigentlich vor allem vordergründig billiger, die Menschen in der EU zu versorgen. Aber die Türkei setzt einen sehr hohen Negativpreis auf jeden im Land behaltenen Flüchtling an. Es hat sich ja was in den letzten 6 Jahren gezeigt, dass das nicht nachhaltig war, weil wir haben ja gerade das Gespräch damit gestartet, dass die Asylantragszahlen steigen. Also sieht man ja, so wirklich effektiv ist dieses Instrument der Auslagerung an Drittstaaten nicht. Es ist einerseits menschenrechtlich problematisch, es ist vor allem mittel- und langfristig betrachtet nicht effektiv. Ich glaube, es wäre an der Zeit, nach anderen Instrumenten sich umzuschauen. Bevor wir auf die anderen Instrumente noch schnell kommen, würde ich Sie noch gern fragen, weil Sie das angesprochen haben, die Türkei, ist es nicht trotzdem eigentlich sinnvoller, die Flüchtenden in den Nachbarländern eher zu versorgen, dass sie jetzt sozusagen auch nicht so weit weg von ihrer Heimat sind, weil die Leute, die flüchten, wollen ja auch vielleicht auch zum Teil wieder zurück, auch nach Hause, wenn der Krieg vorbei ist, dass man die eher dort vor Ort versorgt. Das war ja jetzt immer die Strategie der EU und damit kann man ja auch gut fahren, oder? Ja, und das passiert ja de facto ohnehin. Also es ist tatsächlich so, dass fast 75% aller Geflüchteten weltweit in den unmittelbaren Nachbarländern untergebracht sind. In Jordanien oder im Libanon zum Beispiel, also Länder, die einen wesentlich niedrigeren BIP vorzuweisen haben als Österreich, ist schätzungsweise jeder vierte bis jeder sechste dort lebende Mensch ein syrischer Flüchtling. Also das kann man sich von den Größenordnungen her gar nicht vorstellen in Europa. Es passiert in den allermeisten afrikanischen Ländern ebenfalls. Und es ist im Grunde auch das, was jetzt Polen und Ungarn mit Blick auf die Ukraine gemacht haben. Ich finde es gut, dass man es lobenswert hervorhebt, aber Länder im globalen Süden machen das seit Jahrzehnten so, dass sie ihre unmittelbaren Nachbarn aufnehmen. Also das passiert. Dennoch gibt es eine gewisse, wenn auch kleinere Gruppe, die sozusagen weiter wandern will. Ja? Und da ist die Frage, soll die EU wirklich ziemlich viel an Steuergeld in die Hände von eigentlich zweifelhaften Drittstaaten hineinfließen lassen? Also Türkei, wir lesen ja immer wieder über Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Man macht sich dadurch natürlich auch zunehmend erpressbar. Auch bei anderen außenpolitischen Themen kann eigentlich Erdogan jedes Mal damit drohen, und das tut er auch, weil er weiß, dass er uns und Anführungszeichen die Flüchtlinge schickt. Also das ist wirklich ein sehr volatiles System, eine prekäre Lage, in die sich die EU selbst gebracht hat.
Dann kommen wir jetzt dann doch nochmal zu den Alternativen, die wir schon jetzt zwei, dreimal angeteasert haben. Und zwar, was könnte man denn machen? Sie haben schon ein bisschen das Botschaftsasyl angesprochen, aber was wäre das? Wenn man verfolgt ist, geht man dann auf die österreichische Botschaft, sucht dort um Asyl an. Wenn es abgewiesen wird, freuen sich schon dann vielleicht die Schergen, die dann sehen, da wollte einer fliehen und nehmen den auch gleich fest oder sonst irgendwie. Also inwieweit ist so ein Botschaftsasyl auch wirklich praktisch umsetzbar? Also vielleicht noch vorweg, was ein ganz wichtiger Aspekt wäre, wenn die Menschen bereits die Möglichkeit haben, Asyl zu beantragen, noch bevor sie das Herkunftsland verlassen, ist, dass man diese ökonomische Selektion, die durch das Angewiesensein auf Schlepper mit einhergeht, unterbindet. Mhm. Weil die Flucht nach Österreich zum Beispiel ist jetzt nicht nur sehr, sehr gefährlich, man sieht das ja immer wieder, Menschen, die in Lieferwegen sterben müssen und so weiter, sondern auch sehr teuer. Nur eine Zahl, damit man es einordnen kann. Im Schnitt wendet ein syrischer Flüchtling für den Weg von Damaskus nach Wien ein Jahreseinkommen auf. Ja. Das ist noch vor der ganzen Inflation, die jetzt mit Krieg und so weiter am Entstehen ist. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, weil das bedeutet auch, dass die Ärmsten der Armen in dem Land sich die Flucht nach Europa oder die Flucht überhaupt, die Möglichkeit, das Land zu verlassen, überhaupt gar nicht leisten können. Das würde man ein bisschen dadurch unterbinden oder zurückdrängen und das wäre ein wesentlicher Faktor. Was Sie angesprochen haben, ist eine Möglichkeit, Botschaftsasyl ja. Es gibt auch Resettlement-Programme, die zum Beispiel Länder, die jetzt nicht unmittelbar über den Landweg erreichbar sind, aus betroffenen Konfliktregionen wie zum Beispiel Kanada und USA anwenden. Mhm. Wenn auch nicht, würde ich sagen, gerade mit Blick auf die USA eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein verglichen mit der Bevölkerungsgröße, aber das passiert. Da werden die Menschen durch Organisationen wie UNHCR zum Beispiel vor Ort ausgewählt, meistens besonders schutzbedürftige Menschen, Kinder, Familien, chronisch kranke, ältere Personen, werden ausgewählt, schon vor Ort, erhalten dort schon den Asylstatus und werden dann eingeflogen, also über sicheren Weg. Mhm. Die Schwierigkeit ist natürlich, wie gehe ich mit den Abgelehnten um? Das ist sehr, sehr richtig. Ich glaube, hier bräuchte es einfach ein komplementäres System. Es muss weiterhin die Möglichkeit geben, innerhalb des Landes zu fliehen, in sichere Regionen dort. Und dort müssen die Unterbringungszustände auch human sein. Da braucht es natürlich humanitäre Organisationen, die auch vor Ort zur Verfügung stehen, aber auch in den unmittelbaren Nachbarländern, weil das stimmt natürlich. Es gibt auch einige, die sagen bewusst, ich will gar nicht weiter weggehen, ich will in unmittelbarer Nähe bleiben. Also ich glaube, komplementär gedacht ist am sinnvollsten, nicht auf einen Weg zu setzen, sondern ein Bündel an Maßnahmen anzubieten. Schauen wir zum Abschluss noch in die Zukunft und da auf die Klimakrise. Die wird ja zu noch mehr Fluchtbewegungen nach Europa führen, einfach weil es in manchen Regionen der Welt dann schlicht nicht mehr möglich ist, zu überleben, einfach aufgrund der Hitze. Was kommt denn da auf uns zu? Wird da sozusagen das, was wir bis jetzt gesehen haben, nur ein kleiner Ansturm gewesen sein auf das, was jetzt dann noch auf uns zukommt? Also mir ist ganz wichtig zu betonen, dass sämtliche seriösen Prognosen, die es bis jetzt gibt in Richtung Klimaflucht, nur von Binnengeflüchteten bisher sprechen. Also es gibt keine seriösen Wissenschaftler, die sich jetzt transnationale Klimaflucht prognostizieren trauen. Ja. Also ich warne da immer von ein bisschen so dieser Drohkulisse, dass da halb Afrika dann nach Europa kommt aufgrund der klimatischen Veränderungen. Den Leuten fehlen jetzt und auch perspektivisch die Ressourcen dafür, den Leuten fehlt die Infrastruktur dafür, das muss man sagen. Innerhalb der Klimaforschung wird Migration tatsächlich auch als eine Adaptionsstrategie gesehen. Also eine Möglichkeit, um auf den Klimawandel zu reagieren, eine Überlebensstrategie eigentlich. Mhm. Also nur damit man die Perspektive der Betroffenen auch mit einbezieht und nicht der Aufnahmeländer. Das ist ganz wichtig zu betonen. Sonst muss man schon feststellen, unabhängig davon, ob irgendwann einmal Klimawandel wirklich als Fluchtgrund anerkannt werden wird, da bin ich skeptisch. Ich glaube nicht, dass das sehr rasch passieren wird. Ist es eigentlich bereits jetzt so, dass klimabedingte Gründe wie zum Beispiel rarer werdender Grund und Boden oder ein Schwinden der Fischereibestände, dass es jetzt bereits zu Flucht im klassischen Sinne führt. In Mali oder im Sudan zum Beispiel sehen wir, dass Konflikte zunehmen zwischen nomadischen Völkern, die eben um diesen rarer werdenden fruchtbaren Boden in Kämpfe miteinander treten. Es entstehen Konflikte, es entstehen Auseinandersetzungen. Es steigt sozusagen auch teilweise der Migrationsdruck in den Städten dort. Und da
das führt bereits jetzt dazu, dass Menschen ganz klassisch, wie es in der Genfer Konvention bereits jetzt vorgesehen ist, auch verfolgt werden und einen individuellen Verfolgungsgrund nachweisen können als Asylgrund. Ich denke, da braucht es gar nicht unbedingt ein neues System, aber ja, es ist leider so, dass der globale Süden die Auswirkungen des Klimawandels als erste spürt und eine Möglichkeit für die Betroffenen darauf zu reagieren, ist eben auch das Land zu verlassen. Wie das sein wird, das werden wir noch sehen. Jedenfalls vielen Dank, Frau Kohlenberger, für das Gespräch. Vielen Dank. Und wer jetzt mehr Hintergründe zu Flucht und Migration erfahren will, dem sei Judith Kohlenbergers neues Buch Das Fluchtparadox nahegelegt. Es ist ganz frisch bei Grimmaier und Schereau erschienen. Kommen wir noch einmal zu den Ukrainern zurück. Sie haben ja derzeit dank Ausnahmeregel einen Aufenthaltstitel in der EU und zählen daher nicht in die Asylstatistik. Der Innenminister geht davon aus, dass ein Teil der Geflüchteten dauerhaft in Österreich eine Heimat finden könnte. Nach dem Jugoslawienkrieg sind etwa 50% letztendlich hier geblieben. Das ist laut Innenminister auch bei den Ukrainern ein Richtwert. Und zum Abschluss noch eine positive Meldung. Der 500€ Klimabonus wird früher ausbezahlt als gedacht. Schon im September und nicht erst im Oktober soll jeder Erwachsene 500€ aufs Konto bekommen. Für jedes Kind gibt es noch einmal 250€. Wie ihr jetzt zu eurem Geld kommt, vor allem wenn ihr kein Konto habt, könnt ihr auf kurier.at nachlesen. Das war's für heute von mir. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Hanzian. Mehr Podcasts findet ihr auch auf kurier.at/podcasts. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.